Guten Morgen, liebe Freunde. Heute haben wir Donnerstag, den 29. November, meinen 208. Pilgertag. Es ist jetzt 9:15 Uhr. Ich stehe hier vor meinem Hotel vor der letzten Nacht in Akhisar. Und heute geht es ungefähr 25 Kilometer nach Göreme. Und ich hatte mich schon gefreut, dass ich heute keine Regensachen brauche. Und als ich mich dann aufgemacht habe gerade eben, da musste ich dann doch mich nochmal umziehen. Und jetzt laufe ich mit Regensachen in den Tag hinein. Das Stadtzentrum von Akhisar. Und hier geht es in meine heutige Richtung. Richtung Göl-Marmara. Am Ortsausgang von Akhisar. Für solche Neubauten sieht er ganz gut aus. Und hier ein eigener Stadtteil nochmal am Berg. Und dann verlasse ich Akhisar. Entlang der Straße einen Blick auf die Landschaft. Kilometer liegen hinter mir und noch so ungefähr 12-13 Kilometer vor mir. Hier mal ein Blick in die Gegend, durch die ich jetzt laufe. Olivenbäume und eine hügelige Landschaft, aber die Straße ist gemäßigt in den Hügeln. Der Himmel hat sich ein kleines bisschen aufgeklärt, sodass die Sonne ganz gering durchscheint, und das ist schon sehr schön. Ich befinde mich kurz vor Göl-Marmara. Hier wird Wein angebaut. Da hinten gibt es Oliven. Hier wird Baumwolle angebaut. Also eine recht breite Palette von dem, was hier angebaut wird. Um 14.05 Uhr erreiche ich nach 26 Kilometern den Ortseingang von Göl-Marmara und muss jetzt noch mein Hotel da oben im Ort irgendwo finden. Wird aber auch kein Problem sein. Ich denke mal, das dürfte schnell erledigt sein. Ein kurzer Blick durch Göl-Marmara und da vorne irgendwo muss mein Hotel auch sein. So, das ist Göl-Marmara und da vorne ist mein Hotel. Nach 27 Kilometern erreiche ich um 14.30 Uhr das Hotel Marmara in Göl-Marmara, mein Ziel für heute. Ja, und das ist mein Hotelzimmer für diese Nacht. Voll in Ordnung. Bad, Toilette, tadellos sauber. Und das Ganze für 70 türkische Lira, also für 12 Euro inklusive Frühstück.